Magie der Farbe. Die neue Ausstellung in der kleinen Galerie des Stadtmuseums Döbeln läuteten die Bassistin Sina Rien und die Sängerin Christa Abels mit brasilianischen Klängen ein. Zahlreiche Gäste waren zur Vernissage des Künstlers Ansgar Skiba gekommen. Magie der Farbe, Gärten und Nachtstücke, die Ausstellung des Künstlers und drei große Dehe, wie passen die zusammen? Das passt hervorragend zusammen. Also Ansgar Skiba ist in Dresden geboren, ist Mitte der 80er Jahre nach Düsseldorf gegangen und hat sich gerade aber in den letzten Jahren immer wieder seiner Heimat zugewandt. Also fühlt sich hier den Menschen sehr verbunden, der Landschaft, er ist ein Landschaftsmaler und ist also auf seinen Reisen durch Sachsen zu mir gekommen, hat sich die Galerie angeschaut und hat dann überlegt, ob er hier ausstellen könnte. Also er musste sich erstmal mit dem Raum vertraut machen. Und als er mir dann angeboten hat, dass er ausstellen würde, war also der Vertrag schnell gemacht, weil ich finde, dass die Sachen, die er macht, die passen unheimlich gut zu uns in die Galerie. Wir hatten sowas noch nie. Mit Ansgar Skiba stellt in Döbeln einen Künstler aus, der recht früh seinen Weg gefunden hat und ihn auch über Grenzen hinweg gegangen ist. Also über mich sollte man natürlich wissen, dass ich sehr früh für Kunst begeistert war und ich wie jedes Kind vielleicht mit 3-4 Jahren zu zeichnen angefangen habe. Meine Mutter war auch so verantwortungsbewusst, dass sie die Sachen aufgehoben hat. Die gibt es bis heute. Und dass ich letztendlich diesen Weg nie unterbrochen habe. Es gibt ja viele junge Menschen, die dann vor allen Dingen in der Pubertät aufhören, die vorher unheimlich viel Talent gezeigt haben. Und dann gibt es andere Interessen oder der ganze Mensch ändert sich ja manchmal in der Pubertät. Ich bin dran geblieben. Ich habe sehr jung, wie gesagt, mit 16, damals als Jüngster die Eignungsprüfung auch fürs Studium in Dresden an der Hochschule für Bildende Künste bestanden. Und ich denke, dass für einen Künstler das Wichtigste ist, fast noch wichtiger als das Talent, ist das Beharrungsvermögen. Dass man an sich glaubt und seinen Weg Schritt für Schritt weitergeht. Egal, wie die äußeren Umstände sind. Also das kann ich auch jedem empfehlen, der den Beruf des Künstlers ins Auge fasst und vielleicht sein Leben in dieser Richtung gestalten möchte. Die Einführung zu den ausgestellten farbenprächtigen Bildern und dem Künstler gab an diesem Abend die Dresdner Kunsthistorikerin Karin Weber. Man sollte nie seinen eigenen Stil illustrieren, sondern das auch immer ein bisschen in Frage stellen. Bei mir persönlich ist das so, dass ich schon als Kind sehr, sehr pastos gearbeitet habe, also sprich schon da bestimmten Zentimeter Dicke und meine Mutter verzweifelt war, was ich da verbraucht habe an Menge, was natürlich auch bezahlt werden musste und es sah immer aus, wie bei Hempels unterm Sowas, sagt man, glaube ich, in Sachsen. Also ich hieß auch immer Malschwein, das war aber eher so ein Ehrentitel. Die Westjeans habe ich dann als Palette benutzt, hatte mich jetzt ein Kollege erinnert, da habe ich die Pinsel abgestrichen, also es war schon heftig. Und heutzutage ist es natürlich so, dass 600 Kilo bis 1000 Kilo im Jahr durch meine Hände gehen. Mit den Händen male ich auch diese Bilder. Sie sind inzwischen noch dicker als in dieser Ausstellung geworden. Also mit 4-5 Zentimeter Dicke kann man sich vorstellen, dass das natürlich Dimensionen angenommen hat, die sich unterscheiden von meinem Beginn. Gleichzeitig aber jeder Laie auch erkennen würde, wenn ich jetzt ein frühes Jugendarbeit oder sogar Kinderbild zeigen würde, aufgrund der Pastosität und der Themen würde auch ein Laie erkennen, dass das dieser Ansgar Skiba ist, dass das eben eine Entwicklung durchlaufen hat, die sehr, sehr kontinuierlich ist. Also es gibt nicht wirkliche Brüche oder stilistische Wandel, sondern die Betrachtung von Natur und Umwelt als Kind habe ich letztendlich bis heute behalten. Die üppig aufgetragenen Farbschichten geben den Bildern Tiefe. Fast dreidimensional wirken sie auf den Betrachter, ziehen ihn in das vom Künstler geschaffene Naturell. Magie der Farbe, Frühling der Sinne. Die Farben lassen sich sehen, ihr Öl riechen und ihre Schichten wären zu ertasten. Und während der Künstler viel und in ganz Deutschland unterwegs ist, sammelt er neue Eindrücke und Motive. Alles, was ich tue, fließt ja in zweierlei Form in meine Arbeit. Erstens ist es in so einer Art Langzeitgedächtnis, dass es dann einfließt.
und wo es intuitiv in meine Arbeit geht. Aber es ist auch so, dass es ganz konkret was damit zu tun hat, weil ich immer vor Ort zeichne. Das heißt, mein Leben manifestiert sich in meinen Zeichnungen wie in einer Art Tagebuch. Das heißt, diese Zeichnung, die hier auch in der Ausstellung ist, von dieses Nachtstück von Meißen, das habe ich dort umgesetzt, als ich in Meißen war. Und genauso wird was von Döbeln entstehen. Das ist so. Das heißt, man kann anhand meiner Arbeiten konkret, weil ich das auch hinten drauf schreibe, es steht drauf, wann, um welche Uhrzeit, welches Wetter manchmal, kann man das nachvollziehen, Schritt für Schritt, wo ich im Jahr mich aufhalte. Beeindruckt ist der Künstler von der Größe des Döbelner Rathauses. In der Muldestadt stellt er zum ersten Mal aus. Bis zum 24. Mai sind seine Bilder in 3 Räumen und 2 Etagen der kleinen Galerie des Stadtmuseums Döbeln zu sehen und eröffnen zugleich die 2019er Ausstellungssaison. Wir haben groß gestartet, wir machen groß weiter. Wir haben ein Jubiläumsjahr. Der 135. Geburtstag von Bernhard Kretschmer steht in diesem Jahr an. Und die Nachfolgeausstellung wird also eine große Kretschmer-Ausstellung. Allerdings nicht nur Kretschmer, sondern wir stellen auch Klaus Weidensdorfer aus. Das ist ein Maler, Mitte der 80 jetzt, in seinem 84. Lebensjahr, der noch mit Kretschmer an der Hochschule für Bildende Künste gearbeitet hat. Und wir haben noch einen dritten im Bunde, Markus Retzlaff, ein Grafiker aus Radebeul, der Schüler von Klaus Weidensdorfer ist. Das heißt, wir haben 3 Generationen von Grafikern, wir wollen uns ein bisschen auf die Radierung beziehen, die auch in der gleichen Tradition arbeiten. Und diesen Spannungsbogen und die Gegensätze und das gegenseitige Zitieren, das wird, glaube ich, eine ganz spannende Geschichte. Bis dahin gibt es hier in Döbeln Magie der Farbe, Gärten und Nachtstücke von Ansgar Skiba.